lang. Hier geht's dann weiter. Oh Mann. Ich bin ganz schön mutig. Mit Lex laufe ich im Netz herum. Ich kann jederzeit sterben. Ich kämpfe in die Lava fall. Oder ist es hier richtig? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich bin falsch. Oder? Ich glaube, ich bin falsch. Nee, ich bin schon richtig. Also hier will ich ein Portal bauen. Das und ich hab's mal getestet. Dieses Portal führt genau zu meiner Zuckerfarm. Hin und zurück. Finde ich sehr praktisch. Da muss ich einfach nur schnell durch die Nähte gehen und kann die Zuckerröhre einfach mitnehmen. Ja. Gut, dann gehen wir mal kurz aus dieser Höhle raus. Gut, Leute, ich habe euch den falschen Weg gezeigt. Das Portal ist hier. Hier am Bedrock. Dieses Portal führt zur Zuckerfarm. Nicht direkt, führt eigentlich in eine Höhle, aber die Höhle ist bei der Zuckerfarm. Ich habe auch die Höhle auch so ein bisschen kleines bisschen bearbeitet, dass sie zur Zuckerfarm führt. Jetzt können wir hier lang gehen. Einfach den Fackeln folgen. Ja, ich weiß, da ist Eisen. Hier auch, ja. Wow. Hey, wo ist denn da der Weg? Wo ist denn der Weg? Wo ist der Weg? Wo ist denn der Weg? Also die Höhle habe ich nicht ganz erforscht. Ich bin nur einmal schnell durchgerannt. Wo geht's hier lang? Ja, hier scheint es lang zu gehen. Nee. Ich glaube, das ist das allererste Mal, einer in seinem Let's Show einen Diamanten findet, sowas. Oder ist es Lapis? Das ist doch ein Diamant, oder? Wo ist es Lapis? Naja. Ich weiß den Weg nicht mehr. Ich laufe einfach mal zurück. Offscreen natürlich. Gut, so sieht meine Festung von außen gesehen aus. Ja. Jetzt, was habe ich noch? Was habe ich euch noch zu zeigen? Ich glaube, das hätten wir alles, oder? Ach ja, ich muss euch noch was zeigen, genau. Und zwar etwas Wichtiges. Zur Tierfalle. Ich hätte es mit Anführungszeichen machen sollen. Also ich versuche hier zwei Schilder hinzubauen, damit es symmetrisch aussieht. Baue Tara auf Deutsch. Oder erstelle oder lade. Ach egal, lade Tara. Ich habe schon genug Englischprobleme mit meinem Yu-Gi-Oh! Let's Play. Gut, aber da muss ich erstmal offscreen hin. Wobei, das kann ich euch zeigen eigentlich. Habe ich. Ja. Ich zeig's euch einfach mal so. Fahren wir wieder ein bisschen Minecart. Ich fahre ja gerne Minecart, also. Eins meiner Lieblingsbeschäftigungen in Minecraft. Ich könnte 24 Stunden nur Minecraft fahren. Dieser Creeper da in diesem Video. Alles klar. Jawoll, da ist der Minecraft-Tuch startbereit. Aua. Nein! Oh Mann, dieser Lag. Der Lag ist ein Albtraum. Also ich kann nur hoffen, dass 1.9 schnell rauskommt. Also das Normale, ja. Weil seitdem ich das Pre-Release draußen benutze, leckt es bei mir wie die Sau. So, auch wenn ich offscreen spiele, leckt es ein bisschen. So, und zwar... Warte! Oh, jetzt. Okay, am Bahnhof habe ich ein bisschen weiter gebaut, aber nur improvisorisch habe ich eine Brücke gebaut. Ich habe die Linie jetzt ein bisschen verändert, und zwar für diese Strecke von
Ost nach West und diese führt von Nord nach Süd. Deswegen habe ich hier die Brücke hingebaut, damit sie sich nicht vermischen. Ja, nehme ich mal den Minecart wieder. Jetzt da. Ist klar. Placement on the Sheens. My English is very, very good. Und zack. Ne. Minecart. Das hatten wir schon mal. Wo ist der? Wo ist dieser Ausreißer? Das ist noch schlimmer als ein entlaufender Hund. Nein! Oh Mann, kann man nicht mehr einsteigen. Bleib hier! Bleib hier! Komm her! Super, jetzt bewegt er sich nicht. Nach! So, jetzt hab ich's, Leute. Und es geht los, die Fahrt! Und zwar habe ich die Schienen erweitert. Und zwar führen sie. Unter zur Pyramide nach Osten. Seht ihr das auf der Karte? Warum nach Osten? Das zeige ich euch gleich. Hier habe ich eine improvisorische Brücke gebaut. Jetzt habe ich meine andere Karte gemacht. Das ist die. Nein, ist es nicht. Naja, okay, nichts. Ich weiß ja den Weg von dem. Okay. Gut, auf jeden Fall führt dieser Weg nach Osten. Und zwar wollte ich in die Minecraft 1.8 Welt kommen, also eine Welt, die von 1.8 generiert wurde, und eine Siedlung habe ich mit aufgebaut, eine kleine Siedlung, die wird dann später sich weiterentwickeln. Ist weit abseits von meiner 1.7.3 Welt beziehungsweise 1.4 Welt, weil ich spiele schon seit 1.4 an der Welt, aber ich möchte mal schauen, wie sich so ein 1.8 bauen lässt. Hier muss jetzt irgendwo eine Brücke sein, jawohl. Hier ist eine Brücke. Habe ich auch gebaut. Und die führt zu 1.8. Wir müssen dann durch einen Wald und dann finden wir Berge, Täler, Flüsse und unsere Siedlung. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Jetzt müssen wir gleich den Wald finden. Oh, da ist er schon. Ich möchte ja auch eigentlich so einen Weg hin, mal einen richtigen Weg, nicht dass ich da immer so improvisorisch dahin muss. So, oder, ja, ich will die Schienen halt hier auch noch hinbauen zu meiner 1.8 Welt. Also hier sollen auch Gleise hin, ich will sie auch ein bisschen anpassen mit dem Wald, dass der Wald ein bisschen zu den Schienen hinpasst. Okay, das ist jetzt ein Waldbiom. Hier ist der Fluss. Hier muss ich eine Brücke hinbauen. Schnauze! Und da schwimmen die Schafe. Leute, ich begrüße euch in der Welt von 1.8. Und an dieser Stelle sage ich, ich mache ein Let's Play. Ich mache ein Minecraft Let's Play, jawohl. Und heute werde ich den ersten Part hochladen. Allerdings muss ich 1.9 rausnehmen, weil
es leckt sonst zu sehr. Ihr seht ja, wie es leckt. Wenn ich das Pre-Release rausmache, dann müsste es nicht mehr lecken. Also die Biome sind auch wesentlich größer. Deswegen dauert es auch länger. Ich sprinte mal ein bisschen. Gut. Es müssten gleich der. Oh. Ist das nicht süß? Hier eine Klapse. Was? Das war ein Dankeschön. Gut, und jetzt kommen langsam. Alter! Wie kommt ihr da rein? Ich sag dazu nix. Ich hab da letztens mal schon ein paar Tiere gesehen. So, der müsste hier auf dem Berg sein. Ich glaube, ich muss mir die Rennresistenz erhöhen. Damit ich es auch sehen kann. Aber dann leckst. Ich glaube, das mache ich offscreen. Und dann zeige ich euch. Ist einfach so. Bis gleich. Und jetzt sind wir bei meiner Siedlung in 1.8. Habe ich auch versucht, die Häuser ein bisschen anders zu bauen. Ich habe versucht, jetzt auch ein bisschen was 1.8-mäßiges reinzumachen. Wie zum Beispiel diese Klötze hier. Diese Steine, die sind ja auch neu in 1.8. Zwar, wenn man sich vier Cleanstones anordnet. Hier ist ein Keller, also ist alles noch im Bau. Gut, ich fand die Aussicht so extrem geil an dieser Stelle. Seht ihr die Aussicht? Oh, ist doch himmlisch, oder? Und da kann man sogar ins Wasser springen. Also, oh, das ist so geil, die Aussicht. Ja. Gut, dann gehe ich mal nach oben und zeige euch die Aussicht von oben gesehen. Vorausgesetzt, es leckt nicht mehr. So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt runterfalle wegen dem Leck, ne? So. Also von der Seite haben wir ja schon gesehen, die Aussicht, ne? Ich mache jetzt mal ein bisschen. Heißt die Schleichentaste. So sieht es von der Seite aus. Riesigen Flüssen. Sehen. Und hier sehen wir weitere Gebirge. Hier ist der Wald, wo wir vorhin waren. Hier ist der Eingang. Das ist geil. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle, das ist der Show. Bis dann. Wir sehen uns voraussichtlich wieder im November wieder. Da ich im Oktober nicht so viel Zeit habe für Minecraft, dauert es jetzt ein bisschen und wir sehen uns erst am 1. November wieder. Bis dann. Servus.